Wer wird der große Olympiasieger 2014 in Sochi in der Abfahrt? Ich werde es jedenfalls nicht, dennoch gebe ich mein Bestes in Ski Challenge 2014. Der große Wettkampf Olympia steht nicht nur vor der Tür, sondern es ist auch schon soweit. Ja, jetzt geht's richtig los und wir haben hier, sind wir beim Wettkampf und es ist, glaube ich, leider angesagt, Eis. Ja, es ist eisig. Es ist wirklich eisig. Und ich muss sagen, ich bin natürlich auch schon das eine oder andere Mal runtergefahren und ja, ist ja seit diesem Jahr neu dabei, weil eben Olympia ist. Und mir liegt die Piste, die Strecke überhaupt nicht, muss ich sagen. Also so viel Kurven, da muss man sich viel einbringen. Es ist der Wahnsinn. Es ist die schwerste Strecke überhaupt, würde ich sagen. Auch wenn man hier in echt sieht, wie das ist brutal. Das ist eine Mischung zwischen Kitzbühel, Wengen, Bormio. Das ist einfach, also das hat wirklich alles drin. Das ist wirklich alles drin, was man braucht in einer richtigen Abfahrt. Wir sind ein bisschen zu viele Tore, damit ziehe ich meine Aussage irgendwie zurück, wie ich gesagt habe, in Ski Challenge könnte man vielleicht auch Super-G und so weiter einbauen. Nee, ist doch nichts für mich. Also nee, ist schon gut, also die Abfahrt hat wirklich sehr, sehr viel zu bieten, keine Frage, also extrem schwer, definitiv. Erwartet nicht zu viel, das kann ich jetzt schon mal sagen, ich gebe mein Bestes, aber brutal, sage ich nur, also okay. So, schauen wir mal einfach, was drin sein wird. Boah, das ist so arg. Und dann ist auch noch Eis. Es passt perfekt. In echt ist es auch so eisig. Und ja, jetzt auch. Es ist... Ah, brutalst. Wirklich. Aber so viele Kurven. Es fällt wirklich extrem auf. Also, so viele Kurven sind nirgends. Da muss man richtig viel drehen haben. Plus Kanzen hier mit dem ganzen Eis. Und dann soll man schnell auch noch sein. Mit Gleiten. Also, das ist, da braucht man wirklich eine perfekte Mischung zwischen einfach allen. Das ist der Wahnsinn. Also, viele Kurven, ah nein, gegen Tor gefahren. Aber man muss auch sagen, einige Sprünge und viel Spektakuläres dabei, wo du denkst, hier, da musst du nach rechts oder nach links springen und dann springst du falsche Seite und dann liegst du im Netz drinnen. Kommen wir jetzt gleich mal hin, hoffentlich kommen wir da heute noch hin zu dieser Stelle. Also, ich denke mal, ich werde heute mehr herfliegen als ins Ziel kommen. Okay, das ist bei mir irgendwie immer so der Fall, aber ja, heute wird es vielleicht noch mal der Fall sein. Oh, kratzt die Kurve hier. Oh, so, jetzt haben wir mal hier ein bisschen geradeaus fahren und dann heißt schon wieder rüberziehen. Darüber ziehen, weit weg von der Kurs, aber noch im Rennen. Vielleicht sollte ich doch mehr Kanten hier reinhauen. Aber dann fehlt mir, oder ein bisschen mehr drehen, aber dann fehlt mir das Gleiten. Also es ist nicht einfach. Es ist definitiv das Schwerste, wie seht ihr es denn ist für euch. Das ist auch das Schwerste. Ich tue mir da definitiv am schwersten. Ist auch definitiv so der Fall, weil die Strecke ist ja noch unbekannt. So, da muss ich jetzt, glaube ich, hier rüberziehen. Ja, genau, aber soweit auch nicht. War fast hier reingefahren. Weil die Strecke war noch nie dabei bei Ski Challenge. Oder war sie dabei? Mal, ich glaube nicht. Vielleicht, ja nicht, waren sie immer zwei Jahre vor oder so, sind sie mal Olympia da bei der Strecke gefahren. Und man sieht, wie sieht die Strecke überhaupt aus. Aber ich glaube, bei Ski Challenge war es noch nie dabei. Also, komplett was Neues. Dementsprechend kannte ich die Strecke ja auch noch nicht. Und muss ich auch erstmal reinfinden. Das erschwert das Ganze natürlich auch umso mehr. Also, puh, ja, so sieht's aus. So, hier. Oh mein, nicht den Torwart! Manometer. Mensch. Okay. Nächster Versuch. Wir geben nicht auf. Wir geben nicht auf. Irgendwann muss ich ja mal ins Ziel kommen. Oh, das sieht nicht schlecht aus. Ja, das. Das war jetzt gut. Fein gefahren. Da ist nämlich das Tor genau in der Strecke. Jedes Tor ist hier außerhalb von der blauen Linie. Und das eine Tor ist ja komplett in der Mitte fast. Ne, komplett nicht, aber das ist auch hier so weit drinnen. Das irritiert auch ziemlich, muss ich sagen. Viel schwerer konnten sie es wohl nicht machen. Das ist der Wahnsinn. So. Einfach mal ins Ziel kommen. Wenn ich hier ins Ziel komme, bin ich schon glücklich. Ah, das wäre jetzt... So gut habe ich es überhaupt noch nie erwischt wie jetzt. Also wenn ich das ins Ziel krieg, dann bin ich stolz auf mich selber irgendwie. Bisher nichts davon. Oh, knapp. Jedes Tor eng ranfahren bis zum geht nicht mehr. So, also hier rüberziehen. Das war gut. Das war nicht schlecht. Besser als vorher. So gut habe ich das überhaupt noch nie erwischt. So, aber unten sind wir noch nicht. Tückisch, diese Strecke ist sehr, sehr tückisch, muss man sagen. So, so, jetzt sind wir mal gut unterwegs. Bin ich schon mal so weit gekommen, wo bin ich vorher? Oh, hier irgendwo. Ah, genau, jetzt kommt die Stelle. Da heißt es, oh,
rüberziehen, nach links und jetzt gleich wieder nach rechts. Doppeldorne, doch nicht. Okay, dann nicht. Das war jetzt okay. Und jetzt hier ist die Stelle, da musst du komplett hier rüber ziehen. Da willst du in die andere Seite springen und dann springst du hier gegen das Tor. Das ist so gemein. Nicht gegen das Tor, gegen das Netz. Das ist so gemein gemacht. Aber das sieht auch in echt brutal aus. Also, tun sich auch viele schwer. Nicht nur in Cheat Challenge, auch in echt. Oh, jetzt will ich wieder hier rüber ziehen, jetzt ist es wieder da. Es ist nicht leicht. Es ist nicht leicht. Ich weiß, ihr müsst euch heute viel Gejammere von mir anhören. Es ist auch brutal. Aber man jammert ja gerne, oder? Wer jammert nicht gerne? So, letzter Sprung, da geht nochmal weit hinunter. 40 Meter. Ja, das ist uns KMH noch 132 Höchstgeschwindigkeit anscheinend hier. Und dann zack, durchs Ziel. Ich bin im Ziel. 32 Sekunden knapp. Schneller und damit platziere ich mich. 13.530. Einmal probiere ich noch, ob ich das nochmal verbessern kann. Aber ich denke nicht. Ich denke nicht. Weil, bis auf den einen kompletten Fehler, was wirklich eine Katastrophe war, fand ich die Fahrt von mir gar nicht mal so schlecht. Ganz ehrlich. Also, ich schaff's nicht. Hier ist das Tor, was genau komplett in der Mitte steht. Gemeinheit. Ja, also, ich weiß nicht, wie alles da geht, aber. Nee, das wird nicht mehr besser. So, jetzt. No risk, no fun. Alles riskieren. Weit weg vom Tor. Aber er schafft's auch nicht viel besser. Okay, vielleicht ein bisschen besser. Ich bin noch im Kurs. Nee, schaffe ich nicht mehr. Ich denke, mehr wird heute auch nicht drin sein. Und bevor ich hier nochmal fünfmal ausfliege und nichts mehr schaffe, sage ich danke fürs Zugucken. Euch weiterhin viel Glück, viel Spaß. Und ja, eher hier mehr Glück, muss man sagen. Weil hier braucht man nicht nur viel Können, sondern auch ein bisschen Glück. Okay. Also, darf gespannt sein, wer nicht nur in Cheat Challenge Olympiasieger wird, sondern auch in echt. Morgen ist der Abfahrt am Sonntag. Bin gespannt. Seid dabei. Schaltet den Fernseher ein. Okay, damit bis zum nächsten Mal. Ciao.